Das Land nicht. Ja. Weil Sie wissen, dass da noch einige kommen, die es drauf haben, wie zum Beispiel Vincent Griechmeier. Sie erinnern sich, keine Trainingsläufe, weil in Quarantäne. Dann hergekommen mit Ausnahmegenehmigung, hat er die verkürzte Abfahrt gestern fahren dürfen. Super-G ist er auch gefahren, es ist sich alles irgendwie noch ausgegangen. Gestern hat er dann den Trainingsstart nachgeholt. Was Sieger hier 2019, was geht sich heute für ihn aus? Oben großer Rückstand. Oben leider großer Rückstand. So, jetzt Sprung, eine über die Minschkarte, hat ein bisschen aufgeholt. Ja, gut so. Jetzt sticht er da noch rechts. Der war gestern der erste mit Pizzaschnitte oder Pflug. Ja. Wie legt er das heute an? So. Wieder? Ja, wieder Pizzerl. Das war weniger als gestern. Frech hat er reingelassen. Also, 112,9. Die Anfahrt war schon einmal richtig frech. 112,9. Ja, und jetzt einer über 80. So, jetzt Winz. Hoffentlich kann er es nutzen. Jetzt könnte was gehen. Top-Geschwindigkeit an dieser Stelle und nur eine Hundertstel Rückstand der Falz. So, und jetzt ist natürlich der Ski gefragt. Das ist aber direkte Linie gefragt. Da war er sehr spitz an, ähnlich wie gestern. Und da holt er aus. Jetzt, das war die Taktik. Zuerst direkt und dann holen wir aus. Okay, dann haben wir da kein Problem. Wie weit geht er außer? Ja, das sieht nicht schlecht aus, oder? Woi, war früh fertig, ja. So, jetzt Zahneckschuss, Hochgeschwindigkeitsstrecke. Oder Passage. Der Wind. Hier, und jetzt vorne. Jawohl. 26 Hundertstel. Die beiden unten haben schon Kopf geschüttelt. Die haben es angedeutet, dass sich das wohl für sie nicht ausgeht. Aber wer überholt sie? So, ist es schon Griechmeier? Und eins ist gewiss. Der Wind, der hat die Schmalz, dass er das Ziel ist, richtig eng fährt. Gleich hat er es hinter sich. Aber was geht sich aus? Jetzt die Passageziele. Die Slasser liegt noch um. Gut, ist beim Tor dabei. Super, auf so. Bleiben, trägt ihn ein bisschen raus. Ja, da trägt sich da auch noch einmal weit. Jawohl! Der Sieger von 2019 geht hier in Führung. Es gibt keinen vierten Sieg von Beat Feutz.